Jetzt kannst du, glaube ich, runterspringen. Jetzt. Okay. Knapp. Segel einholen, Lena, bitte. Scheiße. Was? Okay, jetzt haben sie auf jeden Fall ein paar Löcher. Ich bin mit drauf gegangen. War zu dicht am Boot. Aber die haben jetzt auf jeden Fall ein paar Löcher unten drin. Hinter das noch unten lassen. Wenn ich gleich an Bord bin, kann ich euch helfen. Sind aber auch Deutsche auf dem Schiff. Die reden Deutsch. Okay. Doch wurscht. Versenkt wird versenkt. Egal woher er kommt. So, bin wieder da. Mhm. Warum seid denn so weit abgedriftet? Was? Ich dachte, ihr springt euch in Position, dass ihr dann gleich auf die schießen könnt. Ach so. Oh, das wusste ich. Na, dann schießen wir sie jetzt in Stücke, würde ich sagen. Ja. Ja gut. Anker würde ich sagen dann. Oh, jetzt kann ich nicht weit reden, was ist denn das? Erst muss Anna flicken. Ich bin schon an. Okay. Wo sind die? Eine Schaluppe? Die sind weggesegelt. Nee, Anna ist immer noch an Bord. Auf der Insel, Anna von denen. Ich muss erstmal mithelfen, das Schiff retten. Ja, unbedingt. Schaluppe. Jo, Schaluppe. Ey. Ey, ist schon mal gut. Die haben wir doch versenkt, oder nicht? Was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es kann doch sein, dass das Schiff eher entweder versenkt oder despawnt, oder... Ah, hier kämpft einer mit einem Hai! Und hier ist noch... Da schwimmt was! Ja, das ist die Kiste. Haben die das Schiff verloren? Die haben das Schiff verloren in zwei Masten, das ist gesunken! Ja, eben! Mit dem Sprengfass. Ja, wo segelst du denn jetzt hin? Ich denke, du segelst. Oder was hast du jetzt vor? Genau, fahr doch mal dort, dorthin. Aspian, bist du noch im Discord? Ich bin auf jeden Fall noch da, ja. Versuch's jetzt nachzujoinen. Ja, ich häng gerade im Ladebildschirm. Okay, das klingt doch schon mal gut. Das ist doch gut. Hier da hinten ist der Megalodon. War das nicht irgendwie so, dass der Weiße gut ist und der Dunkle böse oder irgendwie so? Weiß ich nicht. Lenk mal weiter ein, sonst fahren wir dagegen in den Steg. Ja, gut, sind rum. Kannst gerade lenken. Und Anker.
Ankerfeld. So, dann holen wir mal die Legendenquest, wa? Wo musst du denn dafür hin mit der, wegen der Legendenquest? In die Bar muss ich. Okay, warte, ich komm mit. Ist das der Ancient Spire hier? Ja. Müssen wir hier irgendwas abgeben? Ja. Was denn? Ja, immerhin. Eine Kiste Bananen. Na, dann hol die mal. Ich guck mal nach Mats. Ja, weil eben war hier noch ein gegnerischer Spieler, deswegen bin ich mitgekommen. Ach, ich hab ja Mats. Und geht ihr morgen auch spielen? Nein, ja. Ist ja morgen nur bei uns. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich möchte morgen wählen, ich bin Niedersachse. Ja, ich war irgendwo ganz woanders da. Oh, süß. Nee, ich bleib zu Hause. Mein Freund ist da. Wir werden wahrscheinlich einen schönen Fernsehkuschelsonntag. Ich habe euch was hingelegt. Ach, bist du wieder zurück? Okay. Ja, aber ich will trotzdem noch ein bisschen die Insel looten. Ihr hattet doch vorhin jemanden, der mitspielen wollte, weil er könnte vielleicht meinen Platz einnehmen, wenn er mag. Oh, ich glaube, da ist gerade niemand mehr da. Ach so, ich dachte, Bonneville. Hast keine Lust mehr? Doch, aber... Wenn da jemand mitspielen hätte wollen, hätte er jetzt mitspielen können. Na gut. Aber Lust schon. 8 Missionen. Natürlich. Okay. Woher habe ich jetzt eine Kiste mit Teufelsstoffen her. Ja, die stand da schon dort oben die ganze Zeit. Echt? Ich bin aber aus dem Wasser gekommen. Ja, aus dem Wasser. Hat die schon in der Hand gehabt. Kann sein, dass die auf dem Schiff, was wir gerade versenkt haben, noch drauf war. Aber die ist nicht nass. Ja, egal. Yes, rich. Also ich gucke noch gespannt zu, bin nur am Essen. Na, dann lass es dir schmecken. Was gibt's denn, Para? Yes, rich, Thieves Haven. Thunder Valley. Ich habe noch zwei besondere Kanonenkugeln gefunden. Golden Sands. Sands. Chisrind Island.
Island. Markierst du fleißig? Ja, bin schon dabei. Ich habe nur noch eine einzige Position. Okay, alle Inseln markiert. Schön. Wo müssen wir als erstes hin? Devil's Bridge direkt südlich. Leicht, also süd-südwest. Ihr wartet schon noch auf mich, ne? Wer sagt das? Natürlich. Segel setzen. Wie? Na toll, jetzt bin ich vor Schreck ins Wasser gefallen. Da ist wer mit dem kleinen Boot weg. Ach, er will die. Nein, er will die Stoffe herbringen. Müsste wahrscheinlich jetzt hier eher zur Treppe, wa? Weil hinten, wenn wir das hochziehen, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ihr macht das schon. Chicken Curry mit süßer Erdbeerenlassi. Und ein bisschen Salat. Klingt lecker. Ich hatte heute Nudeln, Aubergine, Paprika, Tomaten und als Vorspeise eine Kürbissuppe mit Knoblauch. Das klingt alles so gesund. Bei mir gab es heute Mettbrötchen. Naja, gut, ich habe mir in meine Gemüsenudeln heute ausnahmsweise noch ein paar Köttbullar reingemacht. Okay. Wer das nicht kennt, das sind schwedische Hackfleisch. Jetzt kommst du rum. Was ist das süß, wie die da zwei drin sind. Jetzt fahren sie gleich gegen den Steg. Jo, jetzt fahren sie voll gegen den Steg gegen. Ah, das nehmen wir jetzt alles hier auf. Mach ich einen Clip draus. Wir sind doch nicht gegen den Steg gefahren. Das sieht so geil aus, wie ihr fahrt. Der Deutschland-Achter unterwegs wieder zu Gold. Nee, diesmal nicht. Was war das? Seid ihr gegen uns gefahren? Ne, die haben ein Schiff. Schiff hängt, glaube ich. Sehr gesund, Lena, aber nimmt nicht zu viel ab. Naja, gut, ich. Gab's wenigstens was Süßes? Ich hab noch eine vegane weiße Schokolade dort liegen. Hä? Vegane heiße Schokolade? Weiße. Ach, weiß. Ja, und, auch das. Okay. Nein, die habe ich gestern. Ich weiß nicht, dass in Schokolade Tiere drin sind. Na, Milch. Was hast du denn heute gegessen? Ja, Schokolade mit Schwein. Ich habe die geschenkt bekommen. Na, Freundin, die. Nochmal das, der Kurs. Devil's Ridge, Süd-Südwest. Genau. Mehr Süd als Südwest. Ja, da vorne die Insel, da. Da. Wo da? Na, da, wo ich hinzeige. Ja, genau da. Du zeigst jetzt bei deinem Bildschirm, oder? Genau, ich zeig doch hier auf meinem Bildschirm, da drüben. Jetzt geradeaus. Dann fahren wir genau drauf zu. Na. Dark Haspier. Boah, der hat schon wieder einer Hass. Da bin ich dabei. Die Leier hat noch alte Leier. Ja, da muss doch tanzen. Na, wer hat doppeltes Instrument, der darf tanzen. Wer hat was doppelt? Einer von den Ziehharmonikern. Ah,
Hab ja auf dich gehört und das Trinknougat probiert. Sehr lecker. Danke für den Tipp. Kommt nun öfter ins Haus. Ja, das Trinknougat ist total lecker. Trinknougat? Ja, in heißer Milch. Machst du das rein, das an so einem Stiel und dann kannst du das gleich dann nutzen zum Umrühren und da hast du heißen Trinknougat. Das ist so geil. Das schmeckt. Das schmeckt fantastisch. Okay. Ja, ich bin ja mehr so der Haxe-Typ. Okay. Hier ist Ohr und so. Geflügel esse ich auch gerne. Hähnchendöner. Na, wenn, dann esse ich lieber Dürüm. Ja, Dürüm. Dürüm mit Hähnchenfleisch. Ja, das geht auch. Ich war gerade auch auf See. 4 Piratenschiffe gegen mich. Ich gewann alleine. Assassin's Creed Odyssey. Ach so. Schön sein. Mal die Segel einholen. Das war langsam rankommen, weil die Insel hat auch so Sandbänke. Okay, dann. Was? Warum? Ach so, man sollte nach oben drücken und nicht nach unten. Oh Gott. Es ist schon wieder spät. Ich höre. Nein. Dreh mal ein, ich schieß mich rüber. Ja. Klatsch. Au. Den habe ich gleich. Ihr könnt ganz normal anlegen. Okay. Hab ihn. Schön. Oh, es wird kalt hier. Was haben wir hier zu... Ach Gott, Bosse. Oh, ich hasse Kopfgeld. Level Switch, ja, dann suche ich die schon mal, wa? Verdammt, und ich habe nur 2 Knarre mit. Ich habe keinen. Und die werden wie immer ganz oben sein. Und dann goldene noch. Ja. Ich hatte sie auch schon hier in der Höhle. Ich gehe auch von Bord, ich will auch mal was erleben hier. War jetzt wirklich die letzten Male ganz schön häufig auf. Naja, jetzt beim normalen Questen hier im alten Gebiet, klar, kannst du da. Oh, ich hänge in der Sandbank fest. Ja, die sind in der Höhle. Die sind ziemlich weit in der Höhle drinne. Schön viel. Komm mal wieder raus, damit ihr die Höhle findet, weil die ist da ist so überwuchert. Hab die dich. Kanonen... Hallo. Achso. Ja, hallo, hier. Hallo, können wir sogar hinschießen, glaube ich. Ja. Nee, da müssen wir rein. Na, du verbrauchst alle Munition. Ja, ich gehe eh hin und hol mir ein Schwert. Na toll. Vor der Höhle ist auch so ein Munition auf. Ah ja, stimmt, hier ist eins. Bei den Kanonen. Die Höhle ist direkt hinter dir. Eis. Da hat gerade was geknallt. Bin auch da. So, dann rein hier. Töten. Oh, Deutschland hat das Fußballspiel gegen die Niederlande mit 0:3 verloren. Was? Oh, wie immer. Das sind golden, ne? Hä? Warum bin ich tot? Was war denn jetzt? Es war auf einmal komplett dunkel. Sorry, kann sein, dass ich dich gerade getötet habe, weil ich auf das Sprengfass geschossen habe. Conan, warum bist du auch tot? Hier ist noch ein Goldener. Ich habe ein Skelett getötet. Ach so. Skelett. Da, Caspian, hast du dein Mikrofon gemutet? Ah, gestern ging das auch schon mal irgendwann nicht. Hört ihr mich? Ja. Jetzt hören wir dich.
Oh Mann. Ich hasse mein Mikro. Ich bin übrigens auch da. Wir haben noch zwei goldene im Tunnel. Müssen wir mal einmal Wasser mitnehmen oder so. Kommentar zum Deutschlandspiel. Die spielen ja schon so wie die Bayern. Hallo, ey. Warte, das ist ja gar nicht mal so falsch. Der Löw hat ja wieder seine ganzen Bayern-Freunde aufgestellt. Und das ist ja klar, dass sie heute verlieren müssen. Und Spanien hat natürlich gestern gewonnen, weil Superstar Paco Alcacer natürlich erstmal eine kleine doppelte Bude gemacht hat. Ja, ich dazu noch sagen. Komm, dazu noch sagen. Wir mussten die letzten Jahre immer alles ertragen. Jetzt können wir mal zurückschlagen. Was soll ich dazu noch sagen? Da fällt mir schon nichts mehr ein. Jetzt nehmen wir mal ein paar Bananen mit. So. Da war kein Mund. Hier hängt so. Scheiße, jetzt habe ich Wasser vergessen. Oh. Wasser gibt's aber hier auch in der Höhle, das ist ja praktisch. Hier los. Warum denn? Warum? Was wollt ihr denn von mir immer? Ich habe nichts getan. Geh drauf. Oh, und ich bin schon wieder tot. Ich auch. Oh, das ist krass, sind gerade mir zwei mit solchen Fässern hinterhergekommen und dann kam irgendjemand von euch mir entgegen und hat's abgefangen. Das war ich. Entschuldigung. Wow, du bist halt einfach zu dritt tot. Läuft. Nee, ich bin noch da. Wieder, viel Spaß. Also, wenn wir zurückkommen, hätten wir gerne 4 Schädel. Au. Ja, mindestens. Warum denn? Boah, Zanki. Oh, geil. Die sind gut. Ich mag die. Muss zwar manchmal noch... den ganzen Spaß und wir stehen jetzt hier. Toll, jetzt habe ich voll Hunger. Nein, schon wieder. Ich bin tot. Aber ich habe das Fass mitgenommen, also habt ihr freie Bahn. Welche Pizza-Burger hast du denn? Da gibt's doch 5 Sorten oder so. Nee, keine Pizza-Burger, ganz normale Pizza. Tiefkühlpizza. Nee, ich meine Zanki in meinem Chat. Ach so. Ich rede auch ab und zu mal mit meinen Zuschauern. Ja, weiß er, wie das geht, hat keine. Oh, das sind ja goldene. Ne, wieso nie? Hara, ich hab doch schon gesagt, ich hab doch gegessen. Ich hatte 2 Teller Gemüsenudelpfanne mit Köttbullar und Kürbissuppe. War echt lecker. Richtig super. Kürbissuppe. Kokosmilch gemacht, oh. Lecker. Und ich habe hier noch eine Tüte Chips neben mir stehen, aber die muss ich mal heimlich essen. Sieht im Stream immer doof aus. Ich mag euch alle nicht. Ich will auch Chips. Das sind aber nur solche mit rauchigem Barbecue-Geschmack. Geil. Oh, Pflanzen. Oh, jetzt kommen die Vegetarier wieder. Na, Army. Milch ist Gift. Milch ist Gift. Pass. Hört sich gut und gesund an. Das geht schon. Oh mein. Ich seh nix. Ich trinke fast 3 Liter am Tag. Ich bin tot. Na ja, alle bescheuert. Aber die 2 Fässer müssen ja jetzt sämtliche Skelette mitgenommen haben. Scheiße! Hallo. Ich habe auch ein paar Skelette genommen. Mitgenommen 2 Fässer. Bin auch down. Hatte keine Munition mehr. Au! Warum hänge ich denn hier irgendwo wieder rum? Warum Nein. Nein, lass mich doch einfach mal. Aua, warum denn? Erstmal Waffennachbarn. Jetzt hätte ich gerne den Stream von dir offen, wegen der Facecam und deinem Blick. Nein, nein! Ja, also auf meinem Kanal gibt es so viele Clips schon von meinen Gesichtsentgleisungen. Das ist echt schlimm. Und die finden das alle lustig. Ist es ja auch. Es gab immer so eine Situation, da war so ziemlicher Wellengang. Ich so, oh, ganz schöner Wellengang und fliegt dann gerade vom Schiff. Das darf nicht wahr sein. Schieß mich auf die Insel, als erstes kommt mir ein Fass entgegen.
Ja, noch ein Fass. Ah. Was ist denn? Was geht denn hier ab? Das ist ja nicht normal. Aue! Ja, jetzt block. Oh nein, warum kommt sie? Lauf, 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 lauf. Fuck! Ich hab Angst! Was machst du? Hier sind so viele Verrückte! Und Skelette! Na toll! Du mich auch, Lena! Ich weiß gar nicht, ich hab mich bestimmt schon dreimal verlaufen. Wo bin ich denn? Hier kam ich doch gerade schon durch. Oh, das sind die Typen mit dem. Warum? Ist auch Gold wert, das wie das Nein. Einfach nur rauslaufen. Raus, 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 hier ist Licht. Hier können wir sie verletzen. Ja, genau, stimmt. Detektiv Conan, lass sie doch rauskommen. Genau, hier draußen kann man sie verletzen. Draußen sind sie auch nur ganz normale Menschen wie wir. Bloß halt Skelette. Oh Gott! Jetzt kam so eine Horde. Nein! Warum mich? Warum denn ich? Geh doch mal auf die anderen. So. Oh, hier ist noch einer. Ja, das ist der. Ach, wer beißt denn mich? Wo denn? Okay, der ist down. Oh, schon wieder eine Action. Keine Bananen mehr. Kommt schon wieder was? Was Neues? Ja. Was wegen den Fässern auf? Da kommt was! Na toll. Oh nee. Was muss ich hier alles erdulden? So. Dann lassen wir wieder rein, na. Wird wie das? Nein. Müssen wir uns halt durchsterben. Ja, ist halt so. Wir haben ja Gott sei Dank unendlich Leben. Ich glaube, der Boss ist da. Na super. Ja, da kommt er. Jetzt kann ich ja 3 Kilometer laufen. Na klar. Na toll. 3 Bosse. 3 Bosse. 4 Bosse. Einfach, lass uns hier in diesem Gang bleiben. Genau, macht's wie die Spartiaten. Jawohl, ja, jeder einen Schädel und dann geht's los. So, ich bin da, ich kann helfen. Oh, hier liegen irgendwo noch ein Schädel rum. Hier ist noch einer. Neue Skelette, Vorsicht, in der Höhle. Captain Shady Choke. Hier in der Höhle ist immer noch ein Schädel, ich brauche hier noch einen. Ja, wo denn? Ah, da hinten liegen 2. Ja, genau. Nimm dir mal einen davon. Ich hab nur noch ganz bisschen Leben. Hier, das sind ja alles nur so Billo-Schädel. Ja, die Guten haben die anderen beiden schon mitgenommen. Das ist ja klar. Ja, klar. Das Beste für die Besten der Besten. Ich will das, was am meisten funkelt. Tja, den hab ich. Und ich. Gentleman. Ja. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot. Ja, und ich werde fast hinterher gesprungen. Ja, ich hab echt nur noch so einen halben Zentimeter Leben. Ach, schön. Da könnt ihr schon mal gucken auf der Karte, wo wir als nächstes hin müssen. Besten. Okay. Also muss das sein. 2 Informationen mit verschiedenem Inhalt. Das ist schön. Es knallt in hier. Alles klar. Ich hatte eben schon Angst. Weil wir haben oben auf dem Deck immer noch die Sprengfässer. Auf dem Deck? Oben auf dem Krähennest, meine ich. Okay. Ja, aber wenn sie da hochgehen, das macht nichts. Da passiert ja Gott sei Dank nichts. So, wo sind die Bananen? Ich brauche Bananen. Haben wir alle 4 Schädel? Ja. Lena und ich haben eben die letzten 2, die noch mitgebracht. Können also lossegeln. Oh, Segel hissen. Steuermann weiß ja wohin, ne? Ja, ja. Okay. 3-0 bei der 81.
Minute stand es noch 1-0. Läuft. Rückwärts zum Bergab, aber läuft. Ja. Ach, 3-0, das ist so ein schönes Ergebnis. Das hat eine andere Mannschaft. Direkt vor uns ist ein Schiffswrack. Wollen wir das mitnehmen? Ja, na klar. Ja. Direkt geradeaus. Direkt geradeaus fahren. Jetzt leicht links lenken. Krass, man sieht sogar von hier noch die Vulkane. Also an sich finde ich es ja schon cool. Kartenerweiterung finde ich immer toll. Und ich denke, so wie die Karte jetzt so ausgeschnitten ist, kommen da noch einige mehr. Ja, aber ganz ehrlich, so wie die Karte beieinander das ist, wird noch genervt, keine Sorge. Ich denke mal, die werden die Raten von den Vulkanen höher schrauben. Ich habe das mittlere Segel mal ein bisschen höher gemacht, damit Steuermann was sieht, ne? Ja, ja. Ich bin eh vorne gewesen. Sollen wir das vordere schon einholen oder ist das noch ein Stück? Ich würde dran gehalten, einfach mit. Notbremse, ne? Ja gut, dann Notbremse. Kümmert euch. Sagt mir mal Bescheid, wenn ich ihn loslassen soll. Ich muss mich mal unter Deck entleeren, bitte. Ja, Kanonenkugel. Ich sehe die Tauben nicht. Ihr müsst mir sagen, wann ich den Anker loslassen soll. Ja, ja, ich sag. Tauben. Anker. Also jetzt. Jetzt hat. Gold. Gut reingedreht, sonst hätten wir voll den Mast gerammt. Ja, wunderbar. Na super. Wir machen Munition holen für gegen Haie und dann. Warum lachst du jetzt? Das. Ach so, wegen dem Unterdeck entlernen, okay. Was hast du? Jetzt habe ich noch kapiert, Entschuldigung. Ja, manche brauchen halt länger. Ja, ich habe auch nicht zugehört, um ehrlich zu sein. Oh, das ist ja auch nett. Ja, gerade konzentriert hier auf Anker und so. Das Vibe spricht. Also können wir uns um andere Sachen kümmern. Ja, ihr kennt das doch. Wenn Frauen anfangen zu reden, hören wir Männer weg, wenn es um Kleidung, Schuhe geht. Aber sofern das Wort Seidenunterwäsche fällt, ja, ja. Das ist, so sind wir Männer. Das ist halt so. Ups. Ich finde jetzt hier nichts Besonderes. Ich habe auch noch keinen Schatz gesehen. Oh, ich glaube, ich bin schon wieder abgestürzt. Das gibt's ja nicht. Was ist mit dem Spiel heute los? Das bleibt immer dann kurz. Es friert kurz ein und dann geht's einfach aus, ohne irgendeine Fehlermeldung. Ja. Vielleicht liegt's nicht am Spiel, sondern an eurem PC. Das denke ich weniger, als das bei mir am PC liegt. Weil ich muss sagen, mir ist das Spiel bis jetzt noch gar nicht abgeschmiert. Ich nehme mal eher an, das hat irgendwas mit dem Internet und mit der Xbox zu tun, mit der Xbox-App. Vielleicht und noch nebenbei streamen bei mir? Keine Ahnung. Was. Kann auch gut möglich sein. Auslastung und sowas. Obwohl, ich habe eigentlich 16 GB RAM. Und sagen wir es mal so, ich streame nicht und bei mir stürzt das auch regelmäßig. Und das war vor dem Update definitiv nicht der Fall. Nee. Nie, es ist nie ein einziges Mal abgestürzt. Dann braucht der leistungsstärker. Was hat denn... Ich brauche garantiert keinen leistungsstärkeren PC. Das Einzige, was ich vielleicht besser bräuchte, wäre der Prozessor, aber das ist das Einzige. Die bringen doch jetzt gerade die neuen i9 raus. Ja, gut, ich frage mal jemanden, ob der mir die schenkt. Wie gesagt, vor dem Update ist überhaupt nicht einmal abgeschmiert. Es lief immer flüssig eigentlich. Super und. Ja, hi Tim. Wie, man hört die anderen nicht. Wie? Weiß ich nicht. Warte mal, ich mach mal kurz Pause bei mir. Das hatte ich auch schon mal. Ja, mystisch, mystisch. Muss ich jetzt den Stream neu starten oder was ist das hier? Hast du OBS? Ja. Bei mir war das so, weil ich das Spielaudio und die Menschen-Audio aus getrennten Quellen kommen habe und ich hatte irgendwie im OBS nur den Desktop-Audio angestellt irgendwie. Da musste ich das nochmal konfigurieren für die anderen Boxen. Unser Schiff sieht aus. Ey. Ja, vorhin hatte ich ja Sound bei euch, nur jetzt nicht.
Ich sehe es auch gerade, wenn ihr redet, schlägt der Pegel nicht mehr aus. So. Einfach bei Lena zuschauen. Na! Nur kurz, hört ja keiner. Wer uns nicht hört. Skandal, muss ich echt mal neu starten hier. Seid halt ihr alle an Bord? Ich bin ja, ich Bord, bestimmt gleich wieder. Ich hab's komplett leer gemacht. Ich starte mal einen Stream neu. Ja, dann warten wir so lange und ich gehe dabei Schiff plündern. Ah, Moment, Paranoia schreibt, ich habe auch einen extremen Gamer-PC und seit dem Update fliege ich ab und an raus. So scheint das doch vielleicht. OBS kann manchmal schon stören. Das werden wahrscheinlich wieder verschiedene Faktoren sein. Ist das Schiff leergeräumt? Muss echt OBS neu starten. Das ist ja doof. Ich geh auch nochmal runter. Nein! Ey, Lena, was für ein Sockel hast du denn gerade? Was? Bei deinem PC. Was für ein Sockel? Open i5? Nein, nein, welchen Sockel? Frag mich doch nicht sowas! sag mal ein Beispiel. Ich will mir wahrscheinlich den neuen i9 holen und der passt auf meinem Sockel drauf. Dann bräuchte ich meinen jetzigen nicht mehr. Ja, ich mag Züge. Ja. Also du willst. Genau so viel habe ich auch verstanden. Du kriegst jetzt bald deinen neuen i9. Nein, nein, ich möchte mir wahrscheinlich den holen, den neuen. Und du würdest dann deinen alten i7 abgeben? Ja, den i7 8700. Ich weiß aber nicht, ob der i7. Das willst du jetzt wissen, ob das kompatibel genau wäre, ob du mir den verkaufen würdest. Verschenken halt, weil es gibt ja den neuen. Da wird zu hellhörig. Also wenn ich schenken höre, also wir können über alles reden, wir werden danach nochmal sprechen. Ich muss mal gucken. Den neuen 1151 Sockel und den alten 1151 Sockel. So, jetzt. Warte. Ja, warte. Ja, wenn ihr mir mal eine Minute gebt. Bei Ausschlag empfehle ich den Hautarzt. Ja, Mensch, hier beim Ton bei euch, wenn ihr redet. Also haben wir alle wieder Ausschlag. Ja, ihr habt alle wieder Ausschlag hier. Na dann. Dann kann's ja weitergehen. Läuft. Also Kanonenkugeln habe ich keine mehr gefunden. Ja, anmelden. Ja, dann kommen wir weiter. Los. Ahoi, ahoi, Segel setzen. Ich melde mich, wie gesagt, mal für 2 Minuten ab. Ich mach schnell hier. Gut, was? Können wir ja trotzdem schon mal loslegen. Natürlich, ja. Ich bin ja an Bord. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Genau. Segel schön in Wind und dann geht's. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, wo wir hin müssen. Ja, direkt geradeaus. Guter Kurs. Herr Steuermann. Jupp. Aber wir fahren bitte nicht bei der Insel in die Höhle rein. Ja, das dauert immer so lange, da reinzukommen. Welche? Das hier ist diese Insel, diese Thieves Heaven oder wie die heißt. Ja, da hast du diese Höhle mit dem Schiffswrack drin. Bitte nicht da reinsegeln, bitte nicht. Was müssen wir auf der Insel machen? Schatz finden, ein Rätsel. Das ist ein Rätselquest. Ich habe einen Sockel 1150. 1150. Dann ist es leider der falsche. Wir haben zwei. Jetzt gucke ich mal nach, was ich für einen Sockel habe hier. Ach man, warum geht das? Ist der zu alt? Also wir haben auf Streamshelben zwei Rätselkarten. Ne? Zwei also Rätsel sogar? Ja, ein neues Mainboard kaufen und das kostet ja nicht viel. Ich mache das mit den zwei Zeilen. Das. Da lass uns dann im Anschluss oder morgen mal drüber quatschen. Oder ich muss mal gucken, vielleicht Anfang nächster Woche. Aber es dauert noch bis der. Ja, kein Stress. So, dann sind wir wieder zurück. Wir haben kurz. 2011. Was? Entschuldigung. Achso, du hast einen 2011er Sockel. Ja. Ist auch der falsche. Es muss der neue 1151 Sockel sein. 1151? Genau. Ich habe nur den 1150. Weil es gibt zwei 1151
Kartoffel einmal den alten und den neuen. Beim neuen haben die nur zwei Pins verändert.